Super oder Desaster? Hallo und herzlich willkommen in Schöner Garten. Vor ein paar Wochen habe ich das Erdgeschoss des Lila Hauses fertiggestellt und jetzt zeige ich euch, was sich alles getan hat. Ich beginne damit, alle Holzelemente für den Wandabschluss vorzubereiten. An die Wand, an der die Küchenzeile stehen soll, sowie links und rechts von der Eingangstür, kommt ein Holzpaneel. Die Teile dafür schneide ich aus Ahornfurnier zu. Ich hatte vor über einem Jahr mal ein größeres Paket mit unterschiedlichen Furnierhölzern bestellt und hier kann ich es ganz gut verwenden. Bei der Höhe des Panels habe ich darauf geachtet, dass es ein paar Millimeter unterhalb des Hängeschranks der Küche endet. Oben und unten klebe ich eine Leiste als Abschluss auf. Dazwischen kommt eine Lattung, die ich hochkant aufklebe. Die Abstände zwischen den Latten setze ich nach Augenmaß. Da ich hier mit sehr dünnem Holz arbeite und dieses sich beim Trocknen des Klebers an den Ecken gerne nach oben biegt, brauche ich eine ganze Menge Klemmen. So viele habe ich allerdings nicht, weshalb ich meine Metalllineale mal eben zweckentfremde. Das funktioniert sehr gut. Die Paneele, die links und rechts neben die Eingangstüre kommen, seht ihr hier. Die habe ich nach demselben Prinzip gebaut. Für die Wände habe ich diesen Stoff ausgesucht. Wenn ihr euch erinnert, habe ich die Stofftapeten beim romantischen Puppenhaus direkt auf die Möbelfolie an den Wänden geklebt. Hier habe ich es etwas anders gemacht und zusätzlich Malervlies verwendet. Wie ich das im Detail gemacht habe, zeige ich euch, wenn ich das Dachgeschoss fertig mache. Da habe ich nämlich kleinere Flächen und ich bin nicht ständig mit meinen Händen vor der Kamera. Für den Wandabschluss oben habe ich eine Profilleiste aus dem Baumarkt längs in der Mitte geteilt. Das habe ich mit einer kleinen Kreissäge gemacht. Die Leiste schneide ich jetzt passend für jeden Wandabschnitt zu. In den Ecken mit einer Gehrung von 45 Grad. Dafür nehme ich einen Sägeblock zu Hilfe. Hier seht ihr die zugeschnittenen Deckenleisten. Als nächstes sind die Fußbodenleisten dran. Das Profil hier habe ich auf der Messe gekauft. Eigentlich ist es ja für Puppenhäuser im Maßstab 1:12 ausgelegt und ich habe zuerst auch überlegt, ob ich es etwas kürzen soll. Mir hat dann die Höhe für dieses Zimmer aber sehr gut gefallen und deshalb habe ich sie so gelassen. Die Fußbodenleisten schneide ich ebenfalls passend zu. Dafür verwende ich wieder den Sägeblock. Zwischendurch überprüfe ich natürlich immer, ob die Leisten auch von der Länge her passen. Jetzt sind alle Teile für den Wandabschluss zugeschnitten und sie können gestrichen werden. Bevor ich das mache, schleife ich die Oberfläche allerdings noch einmal vorsichtig an. Vor kurzem bin ich im Internet auf Milchfarben gestoßen, die kannte ich bislang noch nicht, und ich habe mir probehalber mal zwei bestellt. Der Farbton, den ich hier verwende, heißt Porzellan bzw. Porcelain. Auf eine Versiegelung des Holzes mit Lack oder Wachs verzichte ich vorerst, gegebenenfalls muss ich das später nachholen. Außer den Leisten wird auch die Zimmerdecke zweimal gestrichen. Die Farbe deckt, wie ich finde, deutlich besser als meine weiße Acrylfarbe und sie trocknet extrem schnell. Bevor ich den Holzboden kleben kann, erstelle ich mir eine Schablone bzw. Unterlage aus Tonkarton. Die passe ich so ein, dass ich zu allen Wänden, Türrahmen etc. jeweils 0,5 bis 1 mm Luft habe. Für den Boden im Erdgeschoss habe ich Streifen aus Mahagonifurnier zugeschnitten und diagonal auf die Schablone geklebt. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich mit Mahagoni gearbeitet habe und ich fand es sehr angenehm zu verarbeiten. Nachdem der Kleber einigermaßen getrocknet ist, kann ich den Fußboden umdrehen und die Überstände rundherum abschneiden. Dann überprüfe ich nochmal, ob der Boden auch passt. Ja, passt. Als nächstes gehe ich mit Schleifpapier über den gesamten Boden. Das mache ich in Kreisen. So können kleine Unebenheiten ausgeglichen werden und ich bereite den Boden gleichzeitig für die Versiegelung mit Möbelwachs vor. Davon trage ich zwei dünne Schichten in Kreisen auf. Das Wachs lässt die Farbe und Maserung des Holzes sehr schön zur Geltung kommen. Und der Boden kann an Ort und Stelle geklebt werden. Dafür verteile ich eine gute Schicht Bastelkleber auf dem Boden des Erdgeschosses. Den Boden lege ich jetzt vorsichtig hinein, damit möglichst kein Kleber zu den Seiten herausquillt, und drücke ihn gut fest. Vor allem an den Rändern und Ecken gebe ich über mehrere Minuten immer wieder Druck drauf. Erstaunlicherweise hat sich der Boden weder gewellt, noch hat er sich beim Trocknen an den Rändern wieder gelöst. Das hat mich überrascht, spricht aber auch für die Kombination von Materialien und Technik. Jetzt, da der Boden liegt, können auch die Leisten und Paneele angebracht werden.
Dafür nehme ich auch Bastelkleber. Den trage ich gleichmäßig und nicht zu dick auf die Leisten auf und drücke sie an die Wand. Den Druck halte ich für ca. 30 bis 60 Sekunden. Beim großen Wandpanel dauert es etwas länger, bis der Kleber angezogen hat, also drücke ich auch etwas länger. Die Deckenleisten bringe ich nach demselben Prinzip an, nachdem ich den Boden vom ersten Obergeschoss an den Wänden des Erdgeschosses festgeklebt habe, und dann sieht das Erdgeschoss so aus. Mir gefällt die Kombination der Stofftapete mit dem Boden sehr gut. Freude! Dann habe ich die Playmobil-Möbel in den Raum gestellt und ja, was soll ich sagen, so richtig glücklich bin ich damit nicht. Es fehlen natürlich noch die gesamte Deko, Teppiche und so weiter. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das darüber hinwegtäuschen kann, dass die Playmobil-Möbel jetzt irgendwie unpassend wirken. Was meint ihr? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!